Hallo und herzlich willkommen zu Gamesellschaft. Wir spielen heute eine Runde Black Stories. Mit dabei Andi. Hallo. Brent Nadley. Guten Tag. Mollenstoffel Kano. Hallo. Und Ryu Kamirai. Hallo. Black Stories. Wir, beziehungsweise ich, gebe den 5. Vier sind wir, Probanden hier, vier Menschen, ein Hinweis, der da heißt, der kleine Unterschied, der Mann hatte zunächst Glück im Unglück. Das, was ihm umgab, war nur ein klein wenig anders als das, was er dringend gebraucht hätte. Und sie müssen durch Fragen herausfinden, was passiert ist. Die Fragen gehen an mich, ich muss sie beantworten, ich kenne die Geschichte. Und die Fragen dürfen von mir nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Oder Fragen werde ich nicht beantworten. Los geht's bei Andi. Jemand gestorben? Ja. Und wenn jemand eine Frage mit Ja beantwortet bekommt, darf er nochmal fragen. Ist da jemand männlich? Ja. Wie wir gerade Black Stories. Das Ganze irgendwas mit Geld zu tun? Nein. Also ist das Bild mal wieder Bullshit? Du darfst es nicht fragen. Ich bin dran. Also ist das Bild eigentlich kompletter Bullshit? Also so. Naja, es stellt halt. Das da, was da steht, ehrlich gesagt. Aber der hat Geld in der Hand. Bezahlt offensichtlich irgendwas. Ja, da steht ja auch der kleine Unterschied. Und das, was ihn umgab, war nur ein klein wenig anders als das, was er dringend gebraucht hätte. Hier brauchst du für den Automaten Euro. Er hat aber nur 2 Euro Stücken. Doof. Ah, okay, jetzt check ich das Bild erst. Ja, aber dann hat halt das hat trotzdem Story nichts mit Geld zu tun. So, an sich nicht, nö. Direkt ich zumindest. Würde voll lachen. Ja? Ich würde voll lachen, hätte er beim Lotto mitgemacht, hätte er gedacht, er hätte die Millionen bekommen. Und dann hat er einfach gesehen, fuck, das ist ja die falsche Zahl. Weil sie so ähnlich ist, haben wir die 6 mit der 9 vertauscht. Kannst du fragen? Ist es so passiert? Nein. Das ist fast wie genial daneben. Das hat mit dem Automaten zu tun. Nein. Hatte er was Illegales vor? Nein. Der Mann wollte irgendwas machen. Ja. Was er regelmäßiger macht? Ja. Und er brauchte, um das zu machen, irgendwas. Nein. Kollege Rolle. War der mit dem Auto unterwegs? Nein. Wurde er umgebracht? Nein. Ryu. Ja. Hat er was Essentielles gebraucht? Was meinst du mit essentiell? Ja, lebenswichtig. Dann ja. Brauchte er Luft? Nein. Was Lebenswichtiges?
War das Ganze ein Unfall? Ja. Eine Verkettung unglücklicher Ereignisse. Oh, die Kette war kurz, aber ja. Der braucht etwas Lebenswichtiges. Mhm. Das war aber nicht Luft und das ist keine Frage, weil ich darf keine Nicht-Frage stellen, aber das habe ich mir nur noch mal in meinem Kopf wiederholt. Ich habe einen richtig guten Plan. Ich habe die Lösung, glaube ich. Ist er verhungert? Nein! Ich habe die Lösung. Hat das eventuell was mit Medizin zu tun? Nein. Aber nur weil er nicht verhungert ist, heißt das ja nichts, dass es nicht... Hat es was mit Essen zu tun? Nein. Dann habe ich doch nicht die Lösung. Ich dachte, er wäre vielleicht schiffbrüchiger oder so und hat dann auf der Insel trotzdem irgendwie Beeren oder so gefunden, aber die waren halt leider giftig. Und 3 Meter weiter war der ungiftige Strauch oder so. Das ist jetzt noch nicht die Frage zu, ja. Nichts mit Essen. Tja, doof. Braucht er Geld? Nein. Habe ich schon gefragt. Geld spielt keine Rolle. Ja, aber er kann ja trotzdem Geld brauchen. Ist er verdurstet? Ja. Aha. Oh. Ist die Person irgendwo gelandet, wo sie keinen Zugang zu sauberem oder halt zu Trinkwasser hatte? Korrekt. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Jetzt ist es offensichtlich. Ich habe es akustisch nicht verstanden, was Andi gesagt hat. Naja, es könnten immer noch einige Orte sein. Was hat Andi gesagt? Ist er ein Schiffbrüchiger? Ja. Guck mal, war meine Vision gar nicht mal so blöd. Aber was hat Andi denn gerade gefragt? Also, es ist ein Schiffbrüchiger, der so viel Glück hatte, auf eine Insel zu kommen. Oder? Ja, das ist eine relativ einfache Frage zu beantworten gewesen eigentlich. Nein. Ja, aber die Frage macht keinen Sinn. Also er ist nicht auf eine Insel gekommen, okay. Jetzt kannst du Absturm melden. Ich habe immer noch die Frage von Andi verstanden. Er hatte keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser. Ja, okay, danke. Also Schiffbrüchiger, das heißt er war jetzt nicht auf einer Kackinsel, wo er angespült wurde, sondern der war halt noch am Meer weit und breit. Also in so einem zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Bötchen oder irgendwas, was im Wasser so schwimmt. Also er treibt noch im Wasser. Ja. Beziehungsweise er hat es überlebt, aber treibt im Wasser und überall um ihn herum ist Meersalz und das kann er nicht trinken. Ja. Ja, das war jetzt relativ... wisst ihr jetzt, ist das schon die Antwort? Ich überlege gerade, ob ich noch was machen will, aber das könnt ihr eigentlich einfach so nicht rausfinden, außer ihr ratet. Wie der heißt? Ole. Nee. Guck, da hab ich mal einen Schiffbrüchigen voll nah dran. Also ich fasse nochmal zusammen, was jetzt quasi rausgefunden wurde. Es ist ein Schiffbrüchiger, der irgendwie noch auf dem Wasser getrieben ist oder treibt und da elendig verdurstet ist, weil er kein Trinkwasser hatte. Seine Freundin ihn nicht mit auf die Tür genommen hat. Und so lasse ich es gelten. Okay. Loser. Und das war sogar so schnell, dass wir tatsächlich noch eine machen können. Ja, sagte ich ja. Also. Ich hab Schiffbrüchiger als erster gesagt. Das stimmt. Da habe ich mir auch gedacht, hättest du mal eher das gesagt, als das, was du gefragt hast. Ein Thunfischzüchter fuhr mit dem Boot zur wöchentlichen Kontrolle der Käfige, die weit draußen auf dem offenen Meer verankert waren. Dort angekommen, kenterte sein Boot. Der Mann rettete sich auf einen der Käfige. Er lebte sonst sehr zurückgezogen. Darum vermisste ihn 2 Tage lang niemand. Zu lange, denn so verdurstete er, umgeben von Wasser. Warum verdurstet er nach 2 Tagen? Was ist das denn für ein Bieter? Vielleicht trinkt er sonst auch nicht so viel. Ja, vielleicht ist er ja so der Coca-Cola-Experte. Gut. Machen wir noch eine. Loser. Loser. Das klingt gut. Hey, aufhören. So, ich lese mir das schnell durch und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Wir haben die 2. Karte, die da heißt Loser. Der Wettbewerb endete für den Verlierer auf dem Friedhof.
Merlin darf anfangen. Es sind mehrere Personen involviert. Ja, definitiv. Wow. Gab Mord. Nein. Okay. Also war es ein Unfall. Korrekt. Ein Unfall. Ein ziemlich dummer Unfall, aber davon mal abgesehen. Wenigend in Kauf genommen hat aufgrund des Wettbewerbs. Ob sie jetzt, ich glaub, die Lahn wurde überfahren. Ob sie es jetzt in Kauf genommen haben oder nicht, sie waren auf jeden Fall dumm. Also ich sag mal ja. Also sie haben es schon in Kauf genommen. Der Wettbewerb war eine Wette. Nee. Also ist das doch nicht auch Wettbewerb? Hm. Eine Person ist gestorben. Also eine oder keine gesagt? Eine. Eine ist richtig. Jetzt geht Andi. Andi ist einfach gegangen. What the fuck? Der ist aber einfach mit Absicht. Hä? Tschüss. Wahrscheinlich verdrückt. Aber der hat auch so ein komisches Connecting-Zeichen rechts neben seinem Namen. Ja, hat er. Aber jetzt ist er wieder da. Oh, da ist er wieder weiter, da. Da ist er wieder da. Hallo. Was ist jetzt passiert? Ich hab mich verdrückt. Okay. Hast du dich jetzt verdrückt oder hast du dich verdrückt? Boah. Alter Tobi. So, du bist immer noch dran. Person ist aber nur gestorben und das Setting hat nichts mit einem Friedhof zu tun. Das Setting hat nichts mit einem Friedhof zu tun. Also mal wieder hier nur gebaitet das Bild. Ja, warum? Der zweite ist doch gestorben. Die ewige Nummer zwei. Der zweite ist gestorben. Leverkusen. Der Verlierer. Die Frage kann ich dir nicht beantworten, ob es der zweite war. Das ist halt der Verlierer. Ja, aber er könnte bei 10 Leuten wäre der Verlierer. Also da ich dir die Frage nicht beantworten kann, bist du nochmal dran. Das Ganze war eine Art Wettkampf. Ja. Kampf gegen ist, den Gamer. Ist quasi ein anderes Wort für Wettbewerb. Richtig. Es ging um physische Fähigkeiten. Inwiefern? Wie definierst du physische Fähigkeiten? Ja, was ein Wettbewerb? Körperliche Fähigkeiten. Das ist schwierig. Ich sag, ja, ich. Ja, wenn es irgendwie darum ging, jo, wer. Ich sag mal ja. Der kann länger die Luft anhalten. Sag mal ja. Aber da gewinnt ja der Verlierer. War das Setting an sich gefährlich? Nein. Es war nicht auf einer Müllpresse. Brandon Hartley ist dran. Ja gut, also hat diese ganze Geschichte nichts mehr mit Waffen zu tun. Lass mich nicht fragen. Das ist eine Nichtfrage. Keine Nichtfrage. Nein. Ich denke mir das selber gerade aus dem Kopf. Achso, du philosophierst. Ich denke mir das aus dem Kopf. Ja. War das eigentlich. Kann man sagen, dass dieser Wettbewerb. Wenn man sagen, er eigentlich harmlos ist, normalerweise. Oder stirbt dann jemand wirklich bewusst? Also, okay, nochmal von vorne. Kann man bei diesem Wettbewerb sterben, bewusst? Sterben, so wirklich. Also, das würde so, wie er so wie er veranstaltet wurde, ja. Also, es kann einer sterben.
Ist doch auch jemand gestorben. Nein, nein, ich meine, wenn es ein stinknormaler Wettbewerb ist, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wer als letztes die Luft anhalten kann. Dass dann, dass jemand wirklich dann seine Grenzen kennt und sagt, jo, jetzt höre ich auf. Deswegen, also. Geht das überhaupt? Nee, ich glaube, das geht nicht. Vorher bewusstlos oder so. Ja. Schwer genug, sich selbst bewusstlos zu machen. Ach, komm, dieser Wettbewerb, hat das was mit dem anderen Geschlecht zu tun? Nein. Schade. Molle. Ich darf die Antwort auf alles physische Frage verstehen. Die ewige Nummer 2. Brauchte man für den Wettbewerb ein Werkzeug quasi? Also, du kannst zum Beispiel kein Rennsport betreiben ohne ein Auto. Verstehst du? Für den Wettbewerb wurde ein Werkzeug benutzt, ja. Okay. War es eine Art Idioten. Ball? Es war keine Art Ball. Schade. Du warst ein Tacker. Ball an Kopf. Das kann aber Rio, glaube ich, lösen. Was? Nee. Noch nicht mal annähernd, Andi. Ich weiß ja nicht, an was du denkst, aber... War es halt ein klassischer nicht. Sportwettbewerb? Nein. Der Wettbewerb an sich war also ungewöhnlich. Korrekt. Also ein sehr, sehr konstruiert. Mhm. Das ist ja verrückt. Aber in einem an sich... Bei echtem Sport sterben ja keine Menschen. Oh, ich hab also an sich in einem Setting, in dem man aber überleben kann. Was bedeutet, der Wettkampf an sich war gefährlich für den Verlierer. Ich hab einen Plan, ich weiß es, ich weiß es. Glaub ich dir nie. Doch, ich weiß es. Das sagt ich Merlin oft, es. Ich weiß es. Ich weiß es diesmal wirklich. Der Wettbewerb an sich war für den Verlierer gefährlich. Ich weiß es zu 100%. Ich schreibe das jetzt in meine Hidden Zone. Damit, falls es richtig ist. Wir haben meine Fragen nicht mehr beantwortet. Hast du eine Frage gestellt? Ja. Dann sag sie nochmal bitte. Der Wettkampf an sich war für den Verlierer gefährlich. Ja, offensichtlich, ne? Wenn ich was in meine Hidden Zone schreibe, sieht man das dann? Also, die Frage hättest du ja selber beantworten können. Seht ihr, was in meiner Hidden Zone gezeichnet ist? Für einen Hidden Zone? Oh, da. Ja, sieht man. Warte, ich mach das so, dass man es nicht sieht. War das Werkzeug, was sie genutzt haben, ein Werkzeug? Also im klassischen Sinne dessen, was man als Werkzeug bezeichnet? So, jetzt. Was für ein Hammer? Nein. Oder eine Zange? Es war kein klassisches Werkzeug. Nein, jetzt sieht man es nicht mehr. Jungs, sind wir fertig? Kann ich jetzt eine Frage stellen? Du darfst eine Frage stellen. Gut. Ich spiele mir den Gedanken, dass es eventuell mit irgendeiner Axt oder so zu tun hat. So Axtweitwurf und der Typ hat sich selber die Axt ins Bein gehauen und ist verblutet. Klingt auf jeden Fall gut. Aber Axtweitwurf wäre jetzt, finde ich, kein mega ja, ungewöhnlicher, dass es Sportart, die gibt's. Also das wäre jetzt nicht mega ungewöhnlich. Ja, aber trotzdem, stell vor, der wirft eine kleine Axt oder so einen Beil und dann hat er sich verworfen und haut sich die Axt selber irgendwie ins Bein oder so. Aber hat aber nicht wir wissen gesagt, ja dass schon, kein Werkzeug ist? Ja, und wir wissen ja schon, dass der Wettbewerb an sich sehr konstruiert ist. Ein Axtweitwurf ist eine normale Sportart, die gibt's. Also es wäre jetzt nichts krass konstruiert. Naja, aber ist jetzt nicht Olympia. Boah, es also ist aber auch nicht so weit davon entfernt. Ich dachte, das wäre ein Werkzeug, weil ich gerade eben gehört habe, das wäre ein Werkzeug. Also ich würde es einfach mal fragen, Tobi. Hat's was mit einer Axt zu tun? Nein. Merlin. Hä? Hat's was mit einer... Alter, jetzt hat er nicht wow, das hat, war ganz schön fies. Hat's was mit einer Waffe zu tun? Leider auch nicht. Ach man, wurde doch auch schon nein gesagt. Echt? Dann habe ich ja Waffen haben wir auch schon. Dann habe ich das nicht bekommen. Kriegt euch eigentlich ja, alle so fünf hier ins Bild? Ja, so. Ich dachte, die haben so eine Art russisches Roulette oder so gespielt. Der Gewinner hat in Kauf genommen, dass der Verlierer stirbt. Oder die Verlierer. Nö, weil die alle das in Kauf genommen haben. Noch russisches Roulette. Nur mit einem Laserpointer. Waren die Personen wahrscheinlich nicht sehr schlau?
War ein Texaner. Das war erstens eine Verneinungsfrage. Ja, das war auch nicht ernst gemeint. Und zweitens ist das, glaube ich, bei jeder Black Story so. Oder fast jeder. Der Typ mit dem Schiff konnte nichts dafür, das halt gekentert hat. Das kann passieren. Nur halt bei der Funny Death Edition ist das so, ansonsten ist das doch nicht unbedingt. Okay, stimmt. Egal. Ich vergesse mal die Antwort. Ich vergesse doch die Frage und vergesse, was Rico geantwortet hat. Was für Videos der Gewinner hat in Kauf genommen, Frage. Das Werkzeug war so groß, dass man es. Oh, jetzt geht das wieder los. In einem oder zwei Händen halten kann. Was? In so. Einer oder in zwei? Bein geht ja. In einer oder zwei Händen? Das ist eine Oder-Frage. Kannst du denn nicht in einer oder zwei Händen? Ach, du verbietest Oder-Fragen. Ich beantworte keine Oder-Fragen. Es war so groß, dass man es mindestens in zwei Händen halten konnte. Das ist eine Frage, die ich beantworte. Aber da muss ich noch was mit dir abklären, Andi. Kann man denn nicht halten oder tragen oder ist das das gleiche für dich? So ein Auto kann ich jetzt nicht in zwei Händen halten. Also das wäre für mich kein Halten. Naja, aber wenn du es mit zwei, mit zwei Händen hochkriegst. Ich krieg nur ein Auto. So eine ja, dann ist es kein Halten. Deswegen habe ich gefragt. Halten oder tragen oder. Geht zum Auto. Geht zum Auto. Weil ich finde sowas immer doof, weil sowas lässt halt immer sehr viel Spielraum für irgendwas. Dann formuliere ich es um. Der Gegenstand war größer als ein Hund. Ja. Größer als ein großer Hund oder größer als ein kleiner Hund? Hund. Größer als ein klassischer Schäferhund. Okay. Aber kleiner als ein Auto. Ja. Das habe ich vermisst. Ganz ehrlich. War so eine mittelgroße Flamme. Und das Werkzeug hatte scharfe Kanten. Nein. Tobi. Das war jetzt größer als ein Hund, kleiner als ein Auto. Weiß ich nicht. Ist es was Motorbetriebenes? Ja. Ist es ein Rasenmäher? Nein. Ist der Motorradbau oder so gefragt? Es ist größer als ein Hund. Mal am Motorrad gefahren. Ja, es hat Räder. Ist ein elektrisches Fahrrad? Wie viel? Ich hab mich mit dem E-Bike getötet. Hat es mehr als ein Rad? Hab sich in der Garage gestellt und haben gewartet, bis das E-Bike die hat. Hat es mehr als zwei Räder? Also was, bleibst du jetzt bei ein oder bei zwei? Ja, du hast ja schon gesagt, dass es Räder hat, also muss es ja mehr als ein Rad haben. Also frage ich, hat es mehr als zwei Räder? Fragezeichen. Nein. Ist es ein Motorrad? Ja. Ah. Okay. Warum macht es immer noch so? War doch mal noch Motorrad einfach so. Ja, ich wollte ja. Ja, kann doch auch Quad oder so sein. Der Wettbewerb ging um ihre Skills mit dem Motorrad. Nein. Das Motorrad hat nur zugeschaut. Also sie haben etwas mit dem Motorrad gemacht. Korrekt. Gab nur ein Motorrad. Korrekt. Das beide nacheinander benutzt haben. Nein. Oh fuck. Weißt du die Lösung? Also weißt du die Lösung? Ich gehe jetzt. Ich will jetzt nicht sagen. Diese ganzen Stunts ziehe ich jetzt nicht Wheelies oder so. Das wäre ja das Skill mit dem Motorrad. Aber das nenne ich jetzt auch kein Skill. Ja doch, wenn Wheelie. Du Wheelie machen kannst, ist für mich schon ein Skill mit Motorrad. Voll lustig, wenn ein Typ ein Wheelie gemacht hat und dann halt irgendwie rumgekippt und die Maschine hätte ihn dann zerquetscht oder so. Hat die Maschine voll ihn cool. Zerquetscht? Nein. Okay, dann weiß ich und was für ein Motorrad ist so schwer, dass es einen zerquetscht? Unterstütze. Gut, wenn du den Schädel drunter legst und das mit voller Wucht drauf knallt, dann vielleicht. Aber ist schon nicht leicht. Kommt hat sich das Motorrad denn währenddessen von der Stelle bewegt? Wirklich? Nein. Guck mal. Was? Da weiß ich doch die Lösung wieder. Verdammt! Also damit ist ja auch Explosion und so ausgeschlossen.
Weil da würde sich das Motorrad in sehr viele Stellen bewegen. Ja, außer es ist halt so eine kleine Flammenexplosion so. Dass es Flammen aufgegangen ist. Ja, ja, kann ja sein. Nur spontane Selbstentzündung schließen sollte. Was macht man denn mit dem Motorrad außer fahren? Tja. Pausen. Du kannst dich auf, kennst du diese Karussells auf dem Spielplatz? Du kannst dich draufsetzen und du hast ein Motorrad transportiert, wenn das Motorrad das Karussell antreibt. Lacht nicht, das könnte vielleicht sogar die Lösung sein. Ja, da habe ich halt auch dran gedacht. Von habe ich schon einige Facebook-Videos gesehen. Da habe ich aber auch dran gedacht. Komisch. Du musst ja das Motorrad aber auch irgendwie von der Stelle wegbewegen. Ja, okay, ich muss es nicht. Das ist die ganze Zeit an einer Stelle und nur mit der Bewegung des Rads treibt es halt das Karussell an. Genau das. Ja, aber das muss ja dann wieder weg. Ja, wow. Nee, ich meinte, währenddessen habe ich ja gefragt. Also währenddessen hat es sich eigentlich nicht bewegt. Von der Stelle bewegt. Also ich finde, das ist eine legitime... Was da, war das? Das hatte ich nämlich auch im Kopf. Ja. Siehst du? Back nach dem Kinderspielplatz los. Du willst den Kinderspielplatz los, du willst es. War ein Kinderspielzeug im Spiel? Nein. Okay, ah. Gut. War das vielleicht ein Erwachsenenspielplatz? Ich bin. Muss aber auch wenn du es vielleicht nicht so gemeint hast, du hast Kinderspielzeug gesagt, ne? Das möchte aber auch so, ey, ganz, aber so ein Ding ist für mich trotzdem auch ein Spielzeug. Das ist ja ein Zeug, womit Kinder spielen. Über was redet ihr gerade? Weil Rio anstatt Spielplatz Spielzeug gesagt hat, aber. Rio hat Spielzeug gesagt? Ja. Ja, aber auf dem Spielplatz ist ja auch statt Spielzeug. Also ich finde, dieses Drehding ist für mich auch schon Spielzeug. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ein Spielzeug. Obwohl, Spielzeug. Das ist ein Zeug, womit die Kinder spielen. Also, ja, das ist kein Spielzeug. Das als so kleinere Gegenstände, um damit zu spielen, würde ich sagen. Als Spielzeug. Das sind Spielgeräte. Alter, Rico, wenn du jetzt auf dem Spielplatz. Willst, also, ich finde. Unbedingt den Unterschied zwischen Spielzeug und Spielgerät. Rico ist da selbst schuld, wenn man sich einfach Spielplatz fragt. Also, ich finde, dass Rico richtig, mal auch einen Punkt zu setzen, wenn diese ganzen komischen Spielereien gemacht werden, wo Leute nicht anständig fragen. Das finde ich auch Bullshit. Also, dass ich bin das ist kein Spiel. Also, Spielzeug. Wenn du jemand fragst, mal ein Spielzeug, was denkst du, was ein Spielzeug ist, da kommt keiner auf die Idee, irgendwas von einem Spielplatz zu nennen. Also, für mich ist es kein Spielzeug. Ja, aber es war ja ganz klar, was gemeint war. Mit dem hätte mein Gott, dann stell doch nochmal die Frage. Ja, Andi, jetzt mach doch einfach weiter. Meine Fresse. Der Rio regt sich ja so auf. Ja, ich hab mich überhaupt nicht aufgeregt. Du hast mehr Sprechzeit gehabt als alle anderen hier zusammen. Aber wenn es jetzt ein Spielplatz ist, dann bin ich salty. Andi ist dran. Das Motorrad stand senkrecht. Nein. Dann ist es ein Kinderspiel. Ist es auf dem Kinderspielplatz passiert? Ja. Ja. Alter, ich hab von vornherein gesagt, es ist safe. War ein Karussell beteiligt? Ja. Saßen diese Leute in diesem Karussell drin? Das Motorrad hat das Karussell angetrieben? Ja. Gut, das heißt, es hat sich so schnell gedreht, dass einer rausgeflogen ist aus dem Karussell und sich gestorben ist. Korrekt. Gelöst. Bei mir stand auf der Stelle, war mir das klar. Ein paar Freunde hatten einen neuen Sport für sich entdeckt, bei dem sie eine Fahrt auf einem kleinen Spielplatzkarussell machten mit einem Motorrad, dessen Hinterrad an den unteren Rand des Karussells gehalten wurde. Trieben sie das Karussell an. Verlierer sollte der sein, der als erster aus dem Spielgerät geschleudert wurde. Der erste, der im hohen Bogen aus dem Karussell flog, knallte gegen eine Rutsche und starb auf der Stelle. Juhu! Ich hab auch so gedacht, rutsch mir den Buckel runter. Ich mach nicht mehr mit. So, und da kannst du gerne salty sein, Rio. Das ist kein Spielzeug, sondern ein Spielgerät. Da bist du selber schuld. Klein. Hättest du Spielplatz gesagt, anstatt aber Spielzeug. Aber was ich kacke fand, bei mir ist das nämlich aufgefallen und den anderen beiden ist es nämlich aufgefallen, dass du das nochmal extra erwähnt hast mit dem Spielzeug-Spielplatz-Ding. Weil damit hast du im Prinzip wieder safe gemacht, dass es wirklich ein Spielplatz war. Ja, musste ich ja aber an der Stelle. Nein, ich hab's doch mitbekommen. Hättest einfach mal eine Runde abwarten können, ob irgendjemand mitbekommen hat. Ja, gut. Stattdessen hast du mir jegliche Chance auf den Sieg damit. Sonst hätte wieder jeder rumgemotzt. Nee, ich hab's ja mitbekommen. Ja, dann mache ich das nächstes Mal nicht. Versprochen.
anderen Leuten hier den Chance und sie. Wenn so kleine Fehler passieren, dass ich das nicht mehr sage, sondern darauf beharre. Gut. Ja, Tobi zweimal gewonnen. Tja, Wahnsinn. Und mit dieser Bombensensation bedanken wir uns hier beim großen Caster und Host des Tages, Rico. Vielen Dank. Moin. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt Gamesellschaft. Tschüss. Tschüss. Tschüss.